Und damit, liebe Leute, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario 3D World Bowser's Fury. Wir haben jetzt mittlerweile schon einige Insignien gesammelt, aber ich weiß immer nicht, wie ich an diese Insignien rankomme. Hier gibt es noch Insignien zu sammeln, dafür brauche ich aber erstmal die ganzen einzelnen Insignien. Und hier sind auch noch Sachen, also hier ist noch einiges, was wir finden können. Hier weiß ich jetzt aktuell immer noch nicht, wo soll hier die letzte Insignie sein. Aber hier haben wir was anderes. Ja, nee, ist klar. Nein! Oh, 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 das war saudumm. Das war sau mega dumm, 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 die dumm, die dumm. Oh. Man müsste mich echt dafür watschen. Nein, nein, ach komm, was mach ich denn da für einen Bockmist? Ich glaube, das ist gerade der schlechteste Part von allen. Ja. Jetzt kommt nicht noch Bowser dazu, ne? Na, du bist ja jetzt der Letzte, den ich gebrauchen kann. Und weg mit dir. Ich habe keinen Bock auf dich, Bowser. Verschwinde. Nein, der Bowser geht einem überhaupt nicht auf die Nerven. Aber immerhin, ich weiß immer noch nicht, wo das sein soll. Ich dreh... Na, Wie ich mir überhaupt nicht mit der Katzen-Mario klarkomme. Moment, wieso ist denn der jetzt groß? Oh, weil jetzt ein Schlüssel da ist. Schön, das ist ein Schlüssel. Aber ich brauche jetzt noch was anderes. Ich brauche jetzt erstmal den Katzenanzug. So. Da muss ich warten, bis Bowser zerstört ist. Da ist noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht, was. Also das ist halt eine Glücksinsel. Okay, gut, nee, das ist klar. Da komme ich jetzt nicht ran. Warten wir uns da mal hin. Zerstöre die Wutblöcke. Okay, dann, ja, da können wir auch noch nichts machen. Ach, Luigi. Ich habe mich schon gewundert, was da als nächstes passiert, aber jetzt wissen wir es. Ah. Gut, dann nehme ich doch lieber den Bumerang.
Komm her, Luigi. Nee. Dann mach ich das anders. Na komm, jetzt treffe ich dich aber. Komm. Yes. Wo hüpfst du jetzt lang? Na komm. Komm, ich muss ihn noch mal treffen. Danke. Hutschatten auf Eis. Und damit habe ich hier auch alles abgeschlossen. 100%. Wie auch immer. So. Erledigt, 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 erledigt. Zerstöre die Wutblöcke. Zerstöre die Wutblöcke. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Hier weiß ich noch nicht, was es ist, aber wird sich wahrscheinlich mir noch... Da oben ist ein Ausrufezeichen. Block. Und der ist neu. Das ist eine neue Herausforderung. Das ist ein komplett anderer Weg. Ach komm, jetzt ernsthaft. So, danke. Die Münzen nehmen wir mit. Was seid ihr denn? Ey, die verfolgen mich. So, die sind wir los. Ernsthaft, jetzt kommt der Wut-Bowser. Der Wut-Bowser will mich doch jetzt verarschen. Na komm. Wo komme ich jetzt hin? Auf Berg Feuerfauch. Tja, Bowser, tut mir leid. I'm so sorry. So, was haben wir jetzt als nächstes? Na, die nächsten Aufgaben sind wieder zum Schnuppern und Entdecken gedacht. Da ist ein Toad. So. Das nehmen wir auch mit. Ist das nicht dann der vierte Toad?
Oder ist es der dritte? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich könnte es jetzt gar nicht hundertprozentig beschwören. Ich weiß nur, dass ich da irgendwie hinkomme. Ah. Zeig mir, Bowser Junior. Eine goldene Röhre. Toll. Die war jetzt nicht so besonders, die tolle goldene Röhre. Da fand ich die anderen bisher alle besser. Ernsthaft? Die Insel bewegt sich? Das muss ich jetzt mal genauer beobachten. Komme ich von da aus ran? Kommt die Insel zurück? Und es gibt einen Katzen-Mario-Anzug. Bowser kommt langsam raus. Mit viel Glück kommt dann die Insel gleich. Haben wir sonst noch irgendwas? Da war ich schon. Ich glaube, da soll noch irgendwas sein. An dem Punkt da. Da vorne, aber ich weiß nicht, was da sein könnte. Das zeigt sie mir nicht so wirklich. Was da sein könnte in diesem Frostturm, ist auch noch irgendeine Aufgabe eigentlich. Oder? Nee, da ist keine mehr. So. So, und jetzt können wir schön warten, bis Bowser da ist. Und dann können wir zuschlagen. Ja, komm. Lass mal Bowser erscheinen. Ach, da hinten ist die Goldinsel. Egal. Lava Panorama. Und da ist er schon wieder weg. So. Schauen wir nochmal. Tollkühn in die Lava, gegen die Zeit. Wieso ist der eigentlich schon wieder dunkel? Egal. Tollkühn gegen die Zeit. So. Und da haben wir ihn. Ja, hier waren gar keine Wutblöcke, die man zerstören konnte. Ach doch, da. So,
wollte gerade sagen, hier hat es doch vibriert. Ey, Plessy, ernsthaft? Du musst da hinten sein? So. Das hatten wir schon. Ich hatte doch da jetzt irgendwo einen blauen Block gesehen. Achso, ja, die blauen Blöcke sind ja automatisch da. Ja, hier ist jetzt nur noch den Block zerstören. Zerstöre die Wutblöcke. Zerstören den Wutblock. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Da kann ich jetzt mal nachgucken. Fahre ich denn richtig? Ich glaube ja. Der taucht ab. Achso, das war die Schleife, die umsonst war. So, was könnte es jetzt hier sein? Ah! Oh, shit. Plessy, lass mich durch da. Ui, das war knapp. So. Das war riskant und knapp, aber wir haben es geschafft. Von dem her alles gut. Zerstöre die Wutblöcke. Ja, jetzt ist es da. Ich weiß immer noch nicht, wo die letzte Insignie da ist. Ach, das war jetzt doof. Das wollte ich doch gar nicht. Da will ich hin. So, wir müssen also jetzt irgendwie nach oben kommen. Okay, also jetzt erstmal nach oben und diesen blöden Schlüssel finden. Erstmal gucken, wo könnte der Schlüssel sein. Wow. Okay. Da ist der Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Du denkst jetzt nicht ernsthaft, dass ich mit dem Schlüssel da perfekt runterspringe, oder? Ja, mach ich doch lieber den hier. Nein, das geht nicht! Ah, schade. Das wäre so geil, wenn das gehen würde. Aber ich habe eine andere Lösung, wie das geht. Ich habe eine andere geile Lösung, wie das funktioniert. Halt, warte mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das letzte Teil ist. Wäre jedenfalls eine Lösung. So. Nein, ich habe nichts, um das zu machen. Oh, shit.
Sorry. Ich habe gerade die Katze in die Lava geschmissen. Naja. Mit Verlusten muss man rechnen. So. Jetzt hier ganz vorsichtig lang. So. Genau das ist der Sprung, den ich gesucht habe. Okay, und jetzt muss ich da nämlich überall lang. Oh. Oh, ja, ja, ja. Ich lebe. Ich lebe. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Okay. Das Schloss ist auf. Aber immer noch nicht die letzte Katzen. Medaille. Das gibt's doch nicht. Wo kann denn die sein? Das ist die goldene Röhre. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Wo können diese letzte Katzeninsignie sein? Auch da in keinem Behälter oder sowas oder keiner Angrenzung. Da sind nur Münzen. Da unten ist auch nichts. Ist auch nirgendwo was in der Lava. Ein Tanuki. Okay. Tanuki ist ja schon mal in Ordnung. Den wollte ich ja haben. Und tschüss, Bowser. Ich weiß, hier sind Wutblöcke, die könnte ich zerstören, aber... Das ist jetzt auch das, was ich als nächstes nur noch brauche, eigentlich hauptsächlich Wutblöcke. So. Das ist hundertprozentig eine Glücksinsel, sag ich doch. Die taucht nur dann auf, wenn Bowser da ist. Ja, hier fehlen uns jetzt diese Shinies. Glücksinsel, Glücksinsel, Glücksinsel. Bowser. Keine Ahnung, was da sein soll. Das ist eine Katze. Blöcke zerstören. Und da muss ich das Kätzchen finden, aber ich weiß nicht, wo da das Kätzchen sein soll. Habe ich da noch Wutblöcke? Da habe ich noch Wutblöcke. Okay, gut, dann kann ich da jedenfalls in der Nähe bleiben. Einer von denen vielleicht eine Katze in der Hand? Nö. Stattdessen blockiert er einfach mal eben alles, was ich da gerade gemacht habe. Ist ja schön. So. Außer, dass sie in der Luft sitzen, ist hier aber auch keine Katze, die irgendwo in der Luft sitzt. Oder? Nee. Hier ist keine Katze, die in der Luft sitzt. Vorne ist auch keine Katze. Auf der Insel ist auch keine Katze.
Boah, das wäre richtig fies, fällt mir gerade mal so auf, ne? Es besteht die Möglichkeit... dass hier irgendwo die Katze ist. Weil ich könnte hier dann wahrscheinlich auf so eine Insel draufspringen mit der Katze. Und ich glaube, ich hatte recht. Oh, sind die gemein. Ich muss von der Insel da aus springen. Oh Mann. So. Ja, wo kommt denn die nächste Insel da? Das ist eine Strecke. Katze wehrt sich. Sind wir mal ehrlich, Katzenbesitzer würden so ihre Katze nie halten. Und auch nicht lange überleben. So. Jetzt den ganzen Weg zur Katzenmama gehen. Und ja, nicht im Wasser landen. Und sie nicht treffen lassen. Aber wenn ich jetzt irgendwo da im Wasser lande, dann... boah, das wäre echt, das wäre richtig gemein, fies und ärgerlich. Nein! Das ist ja sowas von ein Joke. Nein, Insel, warte, warte, warte. Oh Mann. Komm, Plessy, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Rosa, komm, du willst es doch auch. Na, gib mir einen Bumerang. Ich hatte das Kätzchen. Ich hatte das Kätzchen. Ich meine, das war der vorletzte Sprung. Na komm, steig in die Luft. Und oben ist er. Das ist die Glücksinsel. Und tschüss, Bowser. So. Das heißt, die Insel ist eigentlich auch komplett abgeschlossen. Ja, Katzenbaby muss sie dann nochmal holen.
Wutblöcke, 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 Glücksinsel. Und 5 Katzeninsignien. Wo auch immer die sein mögen. Wutschatten an Bord? Moment, der ist mir aber neu. Ach. Hallo Luigi. Na komm. Ach komm. So. Komm, jetzt erwischt ihn doch mal. Ey, wieso habt ihr unser Bild kaputt gemacht? Ihr habt unser Bild ruiniert. Ah. Gib mir die Feuerblume. So einfach ist das. Mann. Jetzt fehlen hier nur noch die Wutblöcke. Siebenundachtzig. Okay, gab jetzt nur Boni. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, Toadette, ich habe dir doch jetzt aber alle besorgt. Mann. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.